So, dann nochmal herzlich willkommen, schönen guten Abend. Ich freue mich über das große Interesse an unserer Veranstaltung zum Thema Frontex und der Rechtsbruch an den EU-Außengrenzen. Und ich freue mich noch mehr, dass wir hier zwei absolute Koryphäen als Referentinnen haben zu dem Thema. Zum einen Erik Marquardt, er ist Europaabgeordneter der Grünen Fraktion EVA. Er hat den Schwerpunkt Flucht, Migration und Menschenrechte in seiner Arbeit im Europaparlament. Und er ist Mitglied der Untersuchungsgruppe des Europaparlaments zu Frontex, die heute ihre Arbeit aufgenommen hat. Ich freue mich sehr, Erik, dass du dir die Zeit nimmst und heute bei uns bist. Herzlich willkommen. Wunderbar. So, und als zweites freue ich mich mindestens genauso sehr, dass meine Bundestagskollegin Luise Amtsberg hier heute bei uns in der Runde ist. Sie ist in der Grünen Bundestagsfraktion die Sprecherin für Flüchtlingspolitik und im Innenausschuss bemüht sie sich seit Monaten, das Thema Frontex immer wieder auf die Tagesordnung zu setzen, nervt unseren Innenminister, damit aber auch den Frontex-Chef Legerie und hat es tatsächlich nach langem Druck geschafft, dass er auch im Innenausschuss Rede und Antwort stehen musste und fragt nach der Beteiligung der Bundespolizei bei Frontex und was die Bundesregierung da zur Aufklärung tut. Dazu wird sie uns dann auch einiges zu erzählen haben. Herzlich willkommen, liebe Luise. Ja, worum soll es heute gehen? Die Vorwürfe gegen Frontex, die EU-Grenzschutzorganisation, die häufen sich seit vielen Monaten und sie sind massiv und sie sind gravierend. Es geht um nichts weniger als die Frage, ob Frontex beteiligt ist an völkerrechtswidrigen Aktionen, an völkerrechtswidrigen Pushbacks, also dem Zurückdrängen von Schutzsuchenden an den europäischen Außengrenzen. Dabei geht es nicht nur um die Ägäis, sondern es geht auch um die Landgrenzen, um die türkisch-griechische Landgrenze oder die kroatisch-bosnische oder die ungarisch-serbische Grenze. Hier haben wir immer wieder Berichte über massive Gewaltanwendungen an Schutzsuchenden, die von Grenzpolizistinnen und Polizisten ausgehen. Und es geht natürlich immer um die Rolle, die Frontex auch dabei spielt. Darüber hinaus geht es um Betrugsvorwürfe, geheime Treffen mit Waffenlobbyisten. Ihr habt vielleicht Böhmermann gesehen und die Frontex-Files euch angeschaut. Es geht insgesamt darum, wie eigentlich das Europaparlament oder der Deutsche Bundestag Kontrolle ausüben kann. Es geht um die Informationspolitik von Frontex. Und all das muss auf dem Prüfstand, all das ist sehr fragwürdig. Wir haben es tatsächlich nach langem Hinarbeiten geschafft, dass Fabrice Legerie sowohl im Innenausschuss Rede und Antwort stehen musste, als auch im Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages, in dem ich bin. Allerdings war diese Befragung sehr unbefriedigend und es ist uns nochmal deutlich geworden, wie sehr funktionierende Kontrollstrukturen im Zusammenhang mit Frontex fehlen. Die Parlamente haben hier bisher nicht die Möglichkeit, entsprechend Transparenz herzustellen und Kontrolle auszuüben. Und wir haben in ganz vielen Situationen den Eindruck, dass der Schutz der Menschenrechte für Frontex keine Rolle spielt, obwohl das in der Frontex-Verordnung eindeutig so verankert ist. Auf der anderen Seite, und das hören wir immer wieder auch von Legerie und anderen, kann Frontex nicht selber ermitteln, sondern die Mitgliedsländer, wie Griechenland zum Beispiel, oder Kroatien müssen ermitteln, wenn es zu Pushbacks kommt. Und von dort hören wir dann immer, da ist nichts passiert, da gibt es kein Problem. Also auch da eine unklare Zuständigkeit und damit eben auch nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit bei der Kontrolle. Also ganz viel Stoff für die Diskussion. Zum Ablauf heute, Luise wird uns am Anfang ein paar Charts einblenden, einfach um mal die Struktur von Frontex deutlich zu machen, damit ihr das mal gesehen habt. Dann wird Erik über die europäische Situation
berichten, danach Luise über die Arbeit im Bundestag. Und danach werdet ihr Gelegenheit haben, euch zu beteiligen an der Debatte, Fragen zu stellen, Kommentare abzugeben, weil wir so eine große Runde sind. Ich habe jetzt schon 96 hier. Würde ich vorschlagen, dass ihr in den Chat schreibt, Wortmeldung, dann könnt ihr euch auch direkt beteiligen. Ich werde aber auf die Uhr schauen, dass ihr nicht länger als 2 Minuten redet, damit auch möglichst viele drankommen und damit wir natürlich auch noch Gelegenheit zur Antwort haben. Wenn ihr einen Kommentar in den Chat schreiben wollt, sehr gerne. Aber wenn ihr euch zu Wort melden wollt, dann schreibt bitte Wortmeldung und dann nehme ich euch dran. So, dann würde ich sagen, Luise, dann zeig uns doch deine Charts zur Struktur und Aufgaben von Frontex. Erster aufregender Moment heute Abend. Erstmal herzlich willkommen und schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin nämlich immer so richtig gut bei solchen Sachen. Also Inhalte teilen. Muss ich jetzt mal kurz schauen. Aber ich kann ja vielleicht schon mal sagen, dass das jetzt wirklich ganz, ganz, so, jetzt schauen wir mal, ob wir hier reinkommen. So, das seht ihr, ne? Das sieht gut aus. Sehr gut. Das wird jetzt total rudimentär sein, aber wir haben gedacht, zur Einstimmung kann man das vielleicht einmal kurz ins Gedächtnis rufen. Ich werde da gar nicht so tief ins Detail gehen, weil ich denke, dass auch gerade Erik zu vielen Aspekten da auch nochmal viel nähere Informationen hat und versteht das jetzt sozusagen nicht als Vortrag über Frontex und die Untiefen dieser Agentur, sondern mehr als Warm-up, dann ja von Erik vor allen Dingen auch flankiert werden wird. Frontex, die Europäische Grenzschutzagentur. Das ist eine Agentur für, wie der Name ja auch schon sagt, die Grenz- und Küstenwache. 2004 gegründet mit dem Ziel, die Mitgliedstaaten beim Schutz der Außengrenzen zu unterstützen, den gemeinsamen Schengen-Raum zu organisieren, natürlich Kriminalitätsbekämpfung, ja, Menschenhandel, Drogenkriminalität und so weiter. Einziges Kontrollgremium, das müssen wir jetzt hier gleich mal highlighten, weil das ist ja auch eines der Hauptprobleme, ist der Frontex-Verwaltungsrat. Es gibt im Prinzip keine richtige parlamentarische Kontrolle. In diesem Verwaltungsrat sind die Mitgliedstaaten vertreten, für die Bundesrepublik das BMI, also unser Innenministerium. Und das kann ich, glaube ich, schon mal vorab schicken. Dieser Verwaltungsrat ist für uns als Parlament jetzt in Deutschland, aber sicher auch für das Europaparlament, äußerst undurchsichtig. Ja, wir kriegen sehr selten Infos über die Treffen. Wir haben jetzt erfahren, dass es eine Arbeitsgruppe gibt zur Aufklärung der Pushbacks, auch unter deutscher Beteiligung, auch die Informationen über die Ergebnisse dort äußerst schwierig zu bekommen. Gehe ich aber später auch nochmal drauf ein. Ein wesentlicher Aspekt, der jetzt in der konkreten Debatte, auch gerade über die vielen Vorwürfe, die es gegen die Agentur gibt, natürlich zentral ist, ist der Zustand der Agentur. Denn was sehr, sehr auffällig ist, ist, dass es einen unfassbaren personellen, aber auch finanziellen Zuwachs gibt in der Behörde. Das wurde 2019 geändert. 10.000 Grenzschützerinnen als ständige Reserve bis 2027 sollen ermöglicht werden. Also man muss sich das vorstellen, ja, da soll das Personal sozusagen innerhalb weniger Jahre versiebenfacht werden. Bestehen werden diese Einsatzkräfte von Frontex und Einsatzkräften aus den Mitgliedstaaten. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, ja, kurzfristige Einsätze und auch langfristige Abordnungen mit dem Ziel, das ist so klar auch genannt, irreguläre Zuwanderung zu kontrollieren. Damit einher, habe ich schon gesagt, geht eine Budgeterhöhung auf 5,6 Milliarden Euro. Ich finde es deswegen wichtig, sich das einfach mal anzugucken, wie die Agentur gestartet ist. Ja, 2005 war das Budget ungefähr bei 6 Millionen Euro, 2020 dann bei 460 Millionen Euro und jetzt bis 2027 soll es eben auf 5,6 Milliarden aufgestockt werden. Sicher nicht unspannend sozusagen in dem ganzen Kontext. Wie gehen wir eigentlich mit dieser Agentur um? Wie ist sie kontrollierbar und auch welche Vorwürfe gibt es? Also es gibt einen enormen Machtzuwachs, der, wie wir finden, nicht im Verhältnis steht zur parlamentarischen Kontrolle. Ja, eine Agentur, die so ein Volumen hat, die muss natürlich lückenlos kontrolliert werden können. Das ist hier, so viel kann ich schon mal vorweg schicken, nicht gegeben.
Das, was uns wahrscheinlich hier in dieser Runde auch am meisten interessieren wird, sind natürlich die Vorwürfe der illegalen Zurückweisung von Schutzsuchenden. Ja, ich will vielleicht jetzt an dieser Stelle gar nicht so in die Tiefe gehen zu den einzelnen Einsätzen, aber mittlerweile muss man ja wirklich sagen, gibt es eine ganze Reihe von problematischen Einsätzen in der Ägäis, also auch gerade rund um die griechischen Inseln. Das ist vielen bekannt. Aber auch in Kroatien, ja, wo wir mit der Situation der Geflüchteten in Bosnien ja zum Glück auch ein bisschen mediale Aufmerksamkeit hatten in der Vergangenheit. Die Situation ist unter anderem auch deswegen so, weil die kroatischen Grenzbeamtinnen ja, systematisch Geflüchtete illegal zurück nach Bosnien schieben. Diese Vorwürfe sind mittlerweile, das muss man auch, glaube ich, deutlich sagen, von Menschenrechtsorganisationen also erschreckend deutlich belegt, sodass man über diese Frage, gibt es Pushbacks an den europäischen Außengrenzen, eigentlich nicht mehr diskutieren braucht. Ja, die gibt es. Die Frage ist, in welchem Kontext, wer ist beteiligt und wie kann man das sozusagen auch transparent machen. Hier steht jetzt auch nochmal Ungarn als Stichwort. Da haben wir ja tatsächlich die Situation, dass das Frontex-Mandat dort beendet wurde. Nicht so sehr, muss man glaube ich auch deutlich sagen, weil es jetzt so stichhaltige Beweise für Pushbacks gab, sondern weil es ein EuGH-Urteil gab im Dezember 2020, dass das ungarische Asylrecht mit der Grundrechtecharta und auch der EU-Rückführungsrichtlinie bricht. Und zwar in der Gestalt, dass mit dem Recht auf Asyl und das Recht auf Asyl nicht gegeben ist und das Verbot der Nichtzurückweisung nicht beachtet wird. Genau, die Mission wurde 2021 beendet, kommen wir vielleicht ja auch nochmal zu. Und Verwicklung der Bundespolizei in mindestens einem Fall bei diesen problematischen Einsätzen können wir auf, wenn das gewünscht ist, später auch nochmal drauf eingehen. Zum Schluss sozusagen zusammenfassend würde ich fast sagen, die Vorwürfe sozusagen, die wir gegen Frontex natürlich immer wieder auch diskutieren im parlamentarischen Kontext, die fehlende parlamentarische Kontrolle, fehlender Grundrechtsschutz, da denke ich, wird Erik auch nochmal drauf eingehen, Mängel im Beschwerdeverfahren, also was passiert eigentlich, wenn ein Bundespolizist eine Unregelmäßigkeit oder ein Pushback beobachtet, was folgt vor allen Dingen auch daraus und Margarete, das hattest du angesprochen, auch jüngst die Untersuchung der EU-Antibetrugsbehörde Olaf, ja, wo es eben auch Ermittlungen gegen den Frontex-Chef Ligerie gibt. Gegenstand dieser Untersuchung sind ja, Fehlverhalten, Belästigung, aber auch das Thema Pushbacks. So, da gibt es allerdings noch kein Ergebnis. Das in aller Schnelligkeit sozusagen einleitend, würde ich sagen, so als Warm-up vielleicht jetzt auch erstmal ausreichend, um jetzt auch Erik nicht so viel vorwegzunehmen. Ja, danke, Luise. Ich glaube, es ist ja gut, dass wir alle auf dem gleichen Stand erstmal sind. Worum handelt es sich? Welche Größenordnung hat es? Was sind die problematischen Punkte? Und jetzt möchte ich gerne Erik das Wort geben, dass du uns von der europäischen Ebene berichtest. Wie ist da die aktuelle Situation? Was macht ihr da gerade? Welche politischen und rechtlichen Handlungsmöglichkeiten habt ihr? Und ja, wie gehst du die Sache an? Wir hören dich gerade nicht. Ich ändern. Hört man mich jetzt? Ja. Ja? Okay, ja, ich habe heute Kopfhörerprobleme. Das zieht sich durch den Tag. Ja, vielen Dank erstmal, dass wir heute das Thema diskutieren können. Ich möchte damit einleiten, den Blick noch mal ein bisschen zu weiten, weil natürlich ist unser Thema heute Frontex, aber ich glaube, man muss es schon im Gesamtzusammenhang sehen. Luisa hat zum Beispiel ja schon einige Punkte angesprochen, auf die ich gleich auch noch eingehe. Aber eigentlich haben wir auch von der europäischen Perspektive ja eine Situation, wo wir 2015, Anfang 2016 eine Sondersituation hatten, in der sehr viele Leute nach Europa geflohen sind. Und leider haben wir auch in den letzten 5 Jahren keine europäische Antwort darauf gefunden, wie kann man denn eigentlich ein robustes Asylsystem, was zumindest mit einer gewissen Anzahl an Menschen, die ankommen, gut umgeht, wie kann man das eigentlich in Europa hinbekommen? Da muss man dann ja eigentlich über Verteilung sprechen, also welche Mitgliedstaaten nehmen dann wen auf, wie organisiert man die Asylverfahren, sodass sie fair und schnell sind, dass Leute schnell Entscheidungen bekommen, wie organisiert man die Aufnahmebedingungen so, dass ja, bestimmte Grundrechte einfach gewahrt sind. Und in allen diesen Bereichen
haben wir einfach super große Defizite und das, obwohl seit 2015, Anfang 2016 die Zahl der Menschen, die irregulär an den Außengrenzen ankommen, massiv zurückgegangen ist. Und da könnte man jetzt auch einen langen Vortrag drüber halten. Ich kürze es ein bisschen ab, aber wollte eingangs sagen, also es fehlt eigentlich an einem funktionierenden europäischen Asylsystem und es fehlt an Solidarität zwischen den europäischen Mitgliedstaaten hinsichtlich der Frage, wie geht man eigentlich mit dem Problem um? Wir haben ja das Dublin-System, in dem die Staaten an den Außengrenzen, wo die Leute ankommen, dann auch verantwortlich sind für die Asylverfahren. Und dieses Dublin-System ist eigentlich, wenn man so sagen will, das Grundübel, das indirekt auch zu den Situationen führt, um die wir uns heute kümmern. Denn es gab in der politischen Debatte keine Einigkeit darüber, wie kann man Menschen menschenwürdig unterbringen, wie kann man die Asylverfahren besser durchführen, wie kann man die Verteilung organisieren, wie kann man die Interessen der Geflüchteten mehr in den Prozess einnehmen. Es gab eigentlich nur einen Minimalkonsens und der Minimalkonsens sieht ungefähr so aus, dass man sagt, wir wollen, dass die europäischen Außengrenzen geschützt sind, sagt man dann, ja, die europäischen Außengrenzen sollen geschützt sein und das soll dazu führen, dass jedes Jahr immer weniger Menschen irregulär an den Außengrenzen ankommen als im vorherigen Jahr. Also die europäische Asylpolitik kann man eigentlich momentan leider so zusammenfassen, dass man sagt, wenn die Zahlen sinken, der Menschen, die an den Außengrenzen registriert werden, läuft es gut und wenn die Zahlen steigen, dann läuft es schlecht. Und das ist natürlich sehr naiv in einer Welt, in der es jährlich neue Höchststände an weltweit Geflüchteten gibt. Da sagt man dann immer, ja, wir wollen Fluchtursachen bekämpfen seit 2015, aber seit 2015 gibt es weltweit 15 Millionen Geflüchtete mehr. Und in diesem Kontext ist eben auch entschieden worden zu sagen, also wir wollen unsere Außengrenzen besser schützen und wir wollen diese EU-Agentur, wie es von Luise beschrieben wurde, auch so weit aufstocken mit sehr viel Geld, sehr viel Personal, um dann dafür zu sorgen, dass weniger Geflüchtete ankommen. Und das erzeugt natürlich einen Grundwiderspruch. Denn das internationale Recht, auch das internationale Asylrecht, ist so ausgelegt worden, dass man eben eigentlich gar nicht wollte, und zwar aus guten Gründen nicht wollte, dass Grenzschutz heißt, dass Schutzsuchende abgewiesen werden. Man hatte im Zweiten Weltkrieg große Erfahrungen damit, wie schlimm es eigentlich sein kann, wenn man Refoulement betreibt, also Leute einfach zurückweist, wenn man Kollektivausweisung macht, wenn damals zum Beispiel dann Jüdinnen und Juden aus Österreich oder Deutschland keinen Schutz in anderen Ländern gefunden haben, weil sie einfach pauschal abgelehnt wurden. Und aus dieser Erfahrung, aus dieser historischen, wenn man so sagen will, schlimmen Erfahrung, ist das internationale Recht gewachsen, das grundsätzlich festschreibt, dass man, wenn man um Asyl bittet, an einer Außengrenze erstmal ein rechtsstaatliches Verfahren zu bekommen hat. In der Genfer Flüchtlingskonvention ist das alles ausführlich dargelegt, will ich jetzt nicht intensiv darauf eingehen. Aber dieser Grundwiderspruch, der auch sich in dieser Aufstockung von Frontex zeigt, dass man sagt, wir wollen den Grenzschutz immer größer gestalten, wir wollen immer mehr Leute an die Außengrenzen schicken, die die Grenzen schützen, ohne dass man eigentlich eine rechtliche Grundlage hat, um rechtsstaatlich sicherzustellen, dass dann weniger Geflüchtete ankommen, weil ne, also das internationale Recht sagt mit guten Gründen, und dafür setzen wir uns ja auch ein, dass die Menschen, die an den Außengrenzen ankommen, ein rechtsstaatliches Verfahren bekommen, dass die Menschen würdig behandelt werden, dass man sie nicht einfach so zurückschicken kann. Und in diesem Grundwiderspruch ist eben sowohl die Küstenwache von Griechenland zu sehen, auch Kroatien, aber eben auch Frontex. So, und jetzt haben wir in den vergangenen Jahren beobachtet, besonders im letzten Jahr noch mal ganz intensiv seit März 2020, dass es eigentlich inzwischen sowohl in Griechenland als auch Kroatien systematische Rechtsbrüche gibt. Dass Menschen keinen Zugang zu Asylverfahren bekommen auf der einen Seite, dass sie aber auf der anderen Seite auch wirklich gefoltert werden. Da gibt es Berichte über wirklich ganz schlimme sexualisierte Gewalt, Leute, die nackt ausgezogen werden, über Folter, Menschen, denen die Fingernägel rausgezogen werden, Menschen, die kahl geschoren werden, wo ihnen rote Kreuze auf den Kopf gemacht werden, damit man sie später nochmal erkennen kann, dass sie schon zurückgeschickt wurden. Also wirklich schlimme Verbrechen, die dort an den Außengrenzen passieren, vor allem durch Küstenwachen, Grenzpolizisten von EU-Mitgliedstaaten, was an sich eben auch im Zusammenhang mit Frontex zu sehen ist. Und
die Berichte, das hat Luise auch schon gesagt, sind inzwischen so vielfältig. Das sind nicht nur Menschenrechtsorganisationen, sondern auch investigative Journalistinnen und Journalisten. Sogar die EU-Vertretung in Bosnien-Herzegowina sagt sehr offen, ja, es gibt diese Pushbacks und wenn man dort in Bosnien-Herzegowina steht, kann man es auch nicht übersehen. Da kommen jeden Tag wieder verletzte Leute an mit Knochenbrüchen, die teilweise wirklich bis auf die Boxershorts ausgezogen wurden, auch im Winter und dann dort einfach nicht über die kroatische Grenze kommen, dort kein Asylantrag stellen können. In Griechenland zum Beispiel ganz aktuell von gestern ein Bericht, dass sogar aus einem offiziellen Camp im Norden der Insel Lesbos Menschen inklusive Kinder einfach nachts auf ein sogenanntes Life Raft, also eine Rettungsinsel, einfach ein Schlauchboot ohne Motor, gesetzt wurden und auf dem Meer ausgesetzt wurden. Also das passiert inzwischen systematisch und eigentlich gibt es davon seit mindestens einem Jahr ganz ausführliche Berichte, wirklich hundertfach, tausendfach. Und die Frage ist, warum weiß Frontex davon eigentlich nichts? Also man stockt diese Agentur auf und sie ist an den Außengrenzen präsent, aber kriegt davon nichts mit. Und das wirft ja erstmal irgendwie eine Frage auf. Also ich meine, das ist eine Grenzüberwachungsagentur, die soll wissen, was an den Außengrenzen passiert. Und dann kriegt sie von diesen ganzen Vorfällen, die so lückenlos inzwischen nachgewiesen sind, nichts mit. Und das macht einen natürlich erstmal stutzig. Es kann sein sozusagen, dass die überhaupt nicht wissen, was an den Außengrenzen passiert. Das wäre auch komisch, weil ich meine, dafür sind die da irgendwie da. Oder es kann sein, dass sie Mechanismen entwickelt haben, mit denen sie bewusst wegschauen, wenn es zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Und in diesem Kontext gab es ja dann auch, ich glaube, es war im Oktober, Berichte darüber, dass Frontex eben sowohl von diesen Pushbacks weiß, also da auch Aufnahmen existieren. Da gibt es zum Beispiel Einsätze, wo ein Frontex-Flugzeug ein Schlauchboot beobachtet. Die griechische Küstenwache steht daneben. Dann wird ihnen gesagt, sie sollen wegfliegen. Als sie später wieder hinkommen, ist das Schlauchboot ohne Motor wieder in türkischen Gewässern. Also ganz klarer Pushback-Fall. Es gibt Einsätze, wo dann Frontex sogar nachgefragt hat, wo ein Schlauchboot in griechischen Gewässern ist. Dem Frontex-Flugzeug wurde gesagt, fliegt weg und später war das Schlauchboot in türkischen Gewässern. Frontex gefragt, ja, was ist denn da vorgekommen, was ist da passiert? Und dann haben die griechischen Behörden einfach geantwortet, ja, das war kein Pushback, sondern man hat das Boot einfach am Ablegen gehindert. Das ist so, das darf man als Grenzschützer, darf man Leute am Ablegen hindern, wenn die da irgendwie was Illegales planen, ja. Und da haben sie einfach behauptet, dass dieses Boot am Ablegen gehindert wurde, obwohl es ja offensichtlich ist, dass ein Boot, was in griechischen Gewässern war und dann in türkischen Gewässern ist, nicht am Ablegen gehindert wurde. Das ist einfach auf dem Wasser. So, ja? Also, und dann sagt Frontex, ja, aber das zu bewerten, das obliegt ja nicht unserer Verantwortung. Wir können ja jetzt nicht da recherchieren, ob die Behörden lügen oder nicht. Wir haben da nachgefragt, wir haben uns eine Erklärung geboten und dann ist der Prozess beendet. Und davon gibt es eben inzwischen recht viele Vorwürfe, dass Frontex also weiß von diesen Pushbacks, dass sie teilweise sogar selber daran beteiligt sind. Da gibt es einen gut dokumentierten Vorfall von einem rumänischen Patrouillenboot, was auch sich an einem Pushback beteiligt hat. Also ein rumänisches Frontex-Boot sind ja immer die Boote der Mitgliedstaaten, die dort für Frontex im Einsatz sind momentan. Ja, Frontex verwaltet sozusagen ja Kräfte der Mitgliedstaaten. Und das hat alles dazu geführt, dass der öffentliche Druck sehr gewachsen ist. Und zwar leider nicht, weil Frontex uns davon berichtet hat, dass es große Probleme an den Außengrenzen gibt, sondern weil es investigative Journalistinnen und Journalisten brauchte, die uns auch als Parlament darüber informiert haben, was dort an den Außengrenzen eigentlich falsch läuft. Und das zeigt den ersten Punkt, was falsch läuft, nämlich, dass Frontex der Rechenschaftspflicht, die sind dem EU-Parlament rechenschaftspflichtig, überhaupt nicht nachkommt. Also die wussten von bestimmten Vorfällen und dann hat so eine Salami-Taktik angefangen, dass man immer das, was man schon aus der Presse wusste, dann irgendwie zugegeben hat und dann gab es eine neue Geschichte. Kann Luise gleich vielleicht auch nochmal auf den Fall der Bundespolizei eingehen, der ja auch ganz gut dokumentiert ist. Und man versucht sich dann immer neue Geschichten auszudenken, aber legt nie die Fakten auf den Tisch. Hat den Eindruck, dass bei Frontex eben nicht nur hinsichtlich der Pushbacks inzwischen viel falsch läuft, ich hatte einige Einsätze genannt, sondern dass es auch interne Verwaltungsstrukturen gibt, die, ja, ob sie korrupt sind oder nicht, findet gerade die Antibetrugsbehörde Olaf heraus, aber die zumindest fragwürdige Einstellungsverfahren haben. Es gibt Vorwürfe von Belästigung innerhalb der Agentur. Es gibt die Frage, warum eigentlich eine Person, der Exekutivdirektor, so viel Macht über eine so riesige Agentur haben sollte. Also da wurde jetzt schon der Fall von Ungarn beispielsweise angesprochen. Da gibt es seit 2017 lückenlos nachgewiesene Menschenrechtsverletzungen systematischer Art in Ungarn. Man hat mehrfach den Exekutivdirektor aufgefordert, diesen Einsatz in Ungarn zu beenden. Und über 3 Jahre später hat er dann endlich diesen Einsatz beendet.
obwohl er eigentlich schon seit über 3 Jahren dazu aufgefordert ist, angesichts dessen, was er weiß, diesen Einsatz zu beenden. Aber im Frontex-Mandat ist eben zum Beispiel festgelegt, dass der Exekutivdirektor alleine darüber entscheiden kann, ob ein Einsatz beendet wird oder nicht. Und das ist ja völlig, also warum sollte eine Person darüber entscheiden, ob die Europäische Union dort einen Einsatz hat oder nicht? Das macht ja eigentlich nicht besonders viel Sinn. Also da gibt es wirklich viele Fragen, die aufgetaucht sind. Und aus dieser Diskussion heraus haben wir in einem langen Diskussionsprozess, muss man sagen, auch von Grünen initiiert. Natürlich waren auch andere daran interessiert, aber viele im Parlament waren eben auch nicht daran interessiert, dort eine Untersuchungsgruppe einzurichten, um wirklich strukturell mal die ganzen Probleme aufzuarbeiten. Aber am Ende eines langen Prozesses seit Oktober haben wir jetzt hinbekommen, dass heute die erste Sitzung dieser Frontex-Untersuchungsgruppe stattgefunden hat. Ich bin da drin und sind aus jeder Fraktion 2 Leute drin. Meine Kollegin von den Grünen ist Tineke Strick. Und diese Frontex-Untersuchungsgruppe wird jetzt im ersten Schritt über 4 Monate einen Bericht schreiben und sich anschauen, was ist genau falsch gelaufen, wie sind die Strukturen, wo kann man Sachen verbessern, wie läuft es mit dem Grundrechtsschutz bei Frontex, denn es gibt auch da ja eigentlich Mechanismen, die mag man für nicht ausreichend halten, aber es gibt eigentlich Mechanismen, dass zum Beispiel 40 Grundrechtsbeobachter eingestellt werden sollten bei Frontex, die dann eben Grundrechte bei Frontex-Einsätzen überwachen sollten. Da ist sehr klar festgelegt worden im Frontex-Mandat, dass sie bis 5. Dezember 2020 eingestellt werden müssen. Das ist einfach nicht passiert und die Ausschreibung war dann noch fehlerhaft und illegal und also wirklich nur Probleme macht diese Agentur momentan. Und wir wollen jetzt mit dieser Untersuchungsgruppe im Wesentlichen hinbekommen, weil das muss man schon sagen, ist momentan recht schwierig, auch in der europäischen Debatte. Wir wollen im Wesentlichen hinbekommen, dass wir nicht einfach in diesem Meinungskampf verharren, denn obwohl es so viele Beweise eigentlich über diese rechtswidrigen Einsätze gibt. Es gibt Videos, Augenzeugenberichte, Fotos, Berichte, investigative Journalisten, Menschenrechtsbeobachtungsorgane. Es gibt sozusagen alles, was man braucht, um zu verstehen, da gibt es Probleme, da gibt es Beweise für diese Probleme. Und trotzdem sind Mitgliedstaaten wie Kroatien und auch Griechenland momentan in der Situation, dass sie einfach eine Verschwörungstheorie erfinden. Sie sagen einfach, alle diese Leute, also die Menschenrechtsorganisationen, die EU-Ombudsfrau, aber auch die New York Times, der Spiegel, der Guardian etc., das sei eigentlich alles nur eine große Verschwörung, zum Beispiel der Türkei gegen Griechenland und das seien alles gefälschte Videos etc. Und ohne irgendeinen Beweis dafür vorzulegen, wird seit Monaten einfach behauptet, das sei alles gelogen, was dort gemacht wird, ähnlich in Kroatien. Da fand ich sogar noch schockierender. Ich habe mich mit dem Innenminister in Kroatien getroffen und seine Staatssekretärin hat mir in einem internen Gespräch dann berichtet, dass das auch alles eine Verschwörung sei und dass er eine Person für verantwortlich für diese Verschwörung gegen Kroatien und sie möchte den Namen nicht nennen, aber es ist eine Person mit sehr viel Geld, die dort eine Verschwörung gegen Kroatien plant. Und also diese Verschwörungstheorien, denen muss man etwas entgegensetzen. Wenn wir das nicht schaffen, dass man nicht einfach in so einem Meinungskampf verharrt. Also die Grünen haben dann die eine Position und die Regierung in Griechenland sagt, das ist halt alles eine Lüge. Sondern wenn wir nicht hinbekommen, dass wir aus diesem Meinungskampf rauskommen und sagen, das ist doch die Realität, lass uns jetzt bitte über die Realität reden und gucken, wie wir sie verändern, dann sehe ich da wirklich auch das gesamte europäische Asylrecht eigentlich in Gefahr. Und ohne da zu pathetisch zu werden, steht ja auch relativ viel auf dem Spiel. Also wenn demokratische Regierungen es hinbekommen, obwohl wir als Europaparlament Gesetze schaffen, auch nationale Gesetze gelten, also wenn es eigentlich eine rechtsstaatliche Grundlage gibt, wie soll sich ein Staat verhalten, aber die Regierung einfach macht, was sie will, dann steht eben die Rechtsstaatlichkeit insgesamt auch auf dem Spiel, wenn sich das einfach durchsetzt, dass man machen kann, was man will. Und deswegen finde ich diese Untersuchungsgruppe im EU-Parlament sehr wichtig, aber das Thema auch insgesamt sehr wichtig, dass man eben versucht, aus diesem Meinungskampf herauszukommen und ihn zu ersetzen durch wirklich nochmal ganz robuste Fakten, auch nochmal schauen, kann man Experten, das wollen wir jetzt machen, zum Beispiel Experten organisieren, die genau analysieren, ist dieses Video gefälscht oder nicht, gibt es Anzeichen dafür, dass es gefälscht ist oder nicht, also wirklich nochmal von Grund auf wirklich in kleine Details reingehen und schauen, wie ist eigentlich die Faktengrundlage, was wissen wir. Und dann zu versuchen, über die Fakten zu reden und sich nicht mit irgendwelchen Verschwörungstheorien abspeisen zu lassen. Das ist, glaube ich, die Aufgabe, die das EU-Parlament jetzt in den nächsten
Monaten hat, noch drei Sätze zu dem, was man dann so machen kann. Also als EU-Parlament schreiben wir dann einen Bericht und da ist ein Ziel natürlich, dass die öffentliche Meinung dadurch gefestigt wird, was läuft falsch, was läuft richtig. Ist ja auch eine Aufgabe eines Parlaments, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was mit ihrem Steuergeld passiert, wo, wie, welche Probleme existieren und was man damit anfängt. Es ist aber sicherlich auch die Frage, muss man nochmal nachschärfen bei der Frontex-Verordnung? Ich könnte mir vorstellen, dass das momentan nicht ganz realistisch ist, dass man dafür gute Mehrheiten bekommt. Aber was wir als Parlament eben auch machen können, ist uns zu überlegen, soll Frontex denn eigentlich zum Beispiel im Jahr 2022 noch so viel Geld bekommen, wenn sie offensichtlich eigentlich eine Agentur außer Kontrolle sind? Also die Budgethoheit, die das Parlament hat, da zu nutzen, ist sicherlich das schärfste Schwert, was wir momentan haben. Es wäre aber auch sehr wünschenswert, dass sowohl die internen Verwaltungsstrukturen von Frontex funktionaler werden und dafür braucht es gar nicht die Regelungen, sondern einfach ein bisschen politischen Druck von der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten. Und es wäre sicherlich auch wünschenswert, dass man, wenn systematisch EU-Recht an Außengrenzen gebrochen wird, und dafür gibt es sehr, sehr gute Nachweise, dass das so passiert, dass die EU-Kommission dort nicht einfach als Kommentator an der Seitenlinie steht und sagt, also das finden wir auch alles nicht so gut, aber wir können nichts machen, sondern dass sich die EU-Kommission auch überlegt, wo gehen denn eigentlich welche Fördergelder warum hin und was möchte man damit für Ziele erreichen, dass sich die EU-Kommission aber auch überlegt, muss man nicht Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten wie Griechenland oder Kroatien einrichten und muss man nicht auch Kroatien klar sagen, dass sie zum Beispiel nur Schengen-Mitglied werden können, wenn sie eben auch die Grundrechte an ihren Außengrenzen achten. Das ist auch sicherlich noch eine Möglichkeit, die die EU-Kommission hat, um diese Grundrechtsverletzungen anzukreiden und zu beenden. Und da stellt sich dann eben die Frage, die die EU-Kommission am Ende beantworten muss, möchte denn die EU-Kommission das tun? Also möchte sie sich für Rechtsstaatlichkeit in Europa einsetzen oder deckt sie quasi eher diese Menschenrechtsverletzungen mit den Mitgliedstaaten in einer großen Koalition der Unwürde? Sind Fragen, die wir aber auch noch weiter diskutieren können. Ich wollte da gar nicht so extrem lange reden. Also gebe ich wieder zurück ins Studio an Margarete. Ja, danke dir, Erik, für diese wirklich sehr eindrucksvolle Schilderung und die Darstellung auch dessen, was du da machst und wie ihr im Europaparlament versucht, da Licht ins Dunkel zu bringen und Aufklärung zu betreiben und diesen Verschwörungstheorien entgegenzutreten. Ganz tolle und wichtige Arbeit. Du hattest schon erwähnt, die Mitgliedstaaten, einer dieser Mitgliedstaaten ist Deutschland. Und die Frage ist, was tut Deutschland da? Welche Rolle hat Deutschland? Welche Rolle haben deutsche Bundespolizisten im Kontext von Frontex? Und wie können wir deren Arbeit auch überprüfen? Und da ist Luise dran an dieser Arbeit und berichte uns doch etwas davon. Ja, das mache ich gern. Du hast vorhin eingeleitet mit den Worten, Legerie musste Rede und Antwort stehen. Ja, hätte er gemusst, hat er aber nicht. Ne? Also nicht, dass jetzt hier irgendwelche Erwartungen formuliert werden, weil das ist wirklich ein Umfeld, in dem wir uns da bewegen, auch gerade, glaube ich, noch mal mehr als im Europaparlament, die Resignation auch seitens der Bundesregierung diesem Thema gegenüber ist so unerträglich, dass eine parlamentarische Aufklärung, glaube ich, ohne die öffentliche Debatte, auch ohne die vielen JournalistInnen, ja, die sich da in dem Feld breit machen, überhaupt gar nicht möglich oder denkbar wäre. Ja, also das beginnt mit solchen Sachen, wie dass wir, weil ja die Bundespolizei eben in solchen Einsätzen beteiligt ist, also Exekutive, die von der Legislative, also uns, kontrolliert werden muss auch, wir ja auch eine Verantwortung haben der Kontrolle. Also haben wir immer als Grüne gesagt, wir erwarten, dass Legerie regelmäßig in den Innenausschuss des Deutschen Bundestages kommt und uns erzählt, was Frontex da tut. Und das Ganze flankiert durch den Bundesinnenminister Horst Seehofer, der dann eben auch die Verpflichtung hat, uns zu sagen, was an Vorwürfen zum Beispiel gegen die Bundespolizei dran ist. Also das ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit für uns. Es passiert aber nicht. Wir haben jetzt wirklich, das muss ich echt mal sagen, ein Jahr, ich weiß es noch, letzten Februar, haben wir gesagt, jetzt reicht's, der Typ ist schon wieder nicht gekommen, ja, er soll eigentlich halbjährlich hier auftauchen im Innenausschuss, wir wollen den jetzt hier haben, es gibt massive Vorwürfe und so weiter. Ja, wir haben ein Jahr gebraucht, um ihn dann tatsächlich digital zuschalten zu können, ja, was wirklich ein wirkliches Unding ist und auch eine massive Respektlosigkeit dem Parlament gegenüber. Hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass die Bundesregierung, sprich das BMI, überhaupt kein Interesse an dieser Debatte hatten. Das hat man auch gespürt, ja.
Und das äußert sich dann natürlich auch, indem man uns keine, ja, also zum Beispiel gab es einen Vorfall mit der Bundespolizei, den die Bundespolizei selbst, also ein Pushback-Vorwurf, an dem sie beteiligt sein sollten, den die Bundespolizei selbst hätte relativ zügig ausräumen können, wo das BMI aber sozusagen alles unter Verschluss gehalten hat und uns die Einsatzprotokolle nicht bis heute nicht weitergeleitet hat, ja. Wir haben es natürlich, aber aus anderen Quellen. So, also nur um mal so einen Eindruck zu geben, ja, da steht dann die Bundespolizei im Feuer und unter Druck und muss sich rechtfertigen für einen Einsatz, bei dem offensichtlich ein Pushback stattgefunden hat. Und der Innenminister der Bundesrepublik stellt sich nicht schützend vor seine Beamten und versucht das aufzuklären, sondern hält das alles unter Verschluss und es steht dieser krasse Vorwurf einfach so im Raum. Dann haben sich natürlich die Bundespolizisten selber bemerkbar gemacht und gesagt, wir glauben, wir haben ein Pushback beobachtet, wir haben das gemeldet, aber es ist im Sande verlaufen. Ja, und da sind wir eigentlich bei dem entscheidenden Punkt. Wenn wir nicht wollen, dass auch unsere Polizistinnen und Polizisten im Rahmen von Frontex sich zu Gehilfen machen von Menschenrechtsverletzungen und Zurückweisungen, dann braucht es eine vernünftige Kontrolle seitens des Parlaments und einen Innenminister, der ein Interesse daran hat, solche Sachen aufzuklären. Ja, wir können unsere Bundespolizisten nicht vor solchen Vorwürfen schützen beziehungsweise diesen Verdacht ausräumen, wenn wir keine Möglichkeit haben, ordentlich zu kontrollieren. Und in diesem Feld versuchen wir jetzt sozusagen Politik zu machen, auch Forderungen zu erheben und deutlich zu machen, dass es eine Verantwortung gibt, also dass auch Deutschland sich selbstverständlich an internationales Recht zu halten hat und dass man eben alles dafür unternehmen muss, dass Pushbacks eben aufgeklärt werden und am besten Fall vor allen Dingen auch verhindert werden. Ja? Und da ist die entscheidende Frage, oder ein Hauptproblem, das Erik jetzt, glaube ich, noch nicht so rausgestellt hat, aber was von der Struktur her, glaube ich, wichtig ist, zu verstehen, dass wirklich die deutsche Polizei im Rahmen von Frontex, beispielsweise in der Ägäis, immer unterstützt. Ja. Sie ist nicht sozusagen, sie hat nicht die Kommandohoheit, sie entscheidet nicht, sondern sie unterstützt. Entscheidend tut, wie mit einzelnen Situationen umgegangen wird, immer der jeweilige Mitgliedstaat. Und das ist natürlich so ein Moment, wo man so merkt, okay, wenn Griechenland dann die Bundespolizei und Frontex wegschickt beispielsweise und dann Boote abdrängt, dann ja, kann sozusagen ein deutscher Beamter in so einem Einsatz erstmal nichts dagegen tun. Aber natürlich beteiligt er sich indirekt an einem Pushback. So, und diese Grundstruktur, dieses Problem, das muss aufgelöst werden. Es kann nicht sein, dass gerade die menschenrechtliche Kontrolle und das Verhindern von Pushbacks wirklich nicht möglich ist, nur weil die jeweiligen Mitgliedstaaten da einfach machen, was sie wollen. Ja? Also entweder muss Druck entfaltet werden darauf, dass Pushbacks nicht gemacht werden, weil es einfach harte Konsequenzen hat für den jeweiligen Mitgliedstaat. Oder es braucht mehr Kompetenzen von MenschenrechtsbeobachterInnen, aber auch den beteiligten anderen Mitgliedstaaten. Ja. Aber so wie es jetzt läuft, ist es immer auch so ein Hin- und Herschieben von Zuständigkeiten, die am Ende dazu führt, dass man irgendwie nicht wirklich weiß, wer war da jetzt eigentlich, wer hat wen weggeschickt, wer hat wo ein Einsatzprotokoll angefertigt, wo sind Widersprüche und wenn Widersprüche offenbar werden, zum Beispiel zwischen Bundespolizei und griechischer Küstenwache, dann folgt daraus nichts. Also der Stand zu diesem einen Vorfall, den ich vorhin angesprochen habe, am 10. August vor Samos, wo die Bundespolizei weggeschickt wurde, die Griechen haben Menschen aufgenommen auf das Küstenwacheboot, sind aber später ohne Menschen in den Hafen von Samos eingelaufen. Also die Menschen sind irgendwie abhanden gekommen auf dem Weg. Da ist es so, dass dieser Widerspruch im Raum steht. Aber aus dem folgt halt nichts. Also der Verwaltungsrat von Frontex weiß das, es wird auch geprüft und es gibt einen Widerspruch, aber es folgt nichts draus. Und das kann eigentlich nicht sein. Ja. Genau, also Zuständigkeiten von Mitgliedstaaten und Zusammenarbeit mit Frontex ist, finde ich, so ein Punkt, da muss man unbedingt strukturell auch was ändern. Und dann ein Punkt, den ich ergänzen wollen würde, ist das, was Legerie uns dann tatsächlich im Innenausschuss gesagt hat und auch schon zuvor im Europaparlament betont hat. Jetzt mal sozusagen abseits von dem, was Erik schon richtigerweise gesagt hat, überhaupt über Legerie und seine machtvolle Position, die auch also eigentlich völlig undemokratisch ist, ja, wenn man über Gewaltenteilung spricht, hat Legerie tatsächlich auch das Vorgehen der griechischen Küstenwache verteidigt.
hat gesagt, es ist natürlich auch, es gibt ja legale und illegale Pushbacks. Habe ich gedacht, was soll das jetzt sein? Was sind denn legale Pushbacks? Sowas kenne ich nicht, ja. Habe natürlich nachgefragt und dann wurde deutlich, dass Legerie sich darauf bezieht, wenn die Griechen im Interesse der nationalen Sicherheit Boote abweisen, ob Asyl gesagt wird oder nicht, sei dahingestellt, ja, dann sei das deren gutes Recht. Dann können die das so tun. Und dass er findet, dass die Seeaußengrenzenverordnung diesbezüglich nochmal geändert werden oder konkretisiert werden müsse, weil das ja zulässig ist. Und das sei dann kein Pushback, sondern sozusagen ein Abweisen, also ein Abdrängen, ja, hat das, glaube ich, genannt. Und einen zweiten Punkt, den er noch sehr stark gemacht hat, er hat die Frage aufgebracht, ab wann ein Boot eigentlich in Seenot ist. Ja, und nun sind wir uns alle einig hier, glaube ich, dass es dazu ganz klare Vorgaben gibt, ja, an denen es nichts zu rütteln gibt. Aber Legerie findet, dass nur weil ein Boot nicht automatisch, also nur weil es manövrierunfähig ist oder da eben ein paar Kinder drauf sind, heißt es nicht automatisch, dass Seenot vorliegt und diese Leute aufgenommen und gerettet werden müssen. Und das finde ich für jemanden, der so eine Agentur leitet, schon ein extrem starkes Stück, ja. Und ich erzähle das deswegen nicht, damit wir uns alle einig sein können, dass der Typ überhaupt nicht klar geht, ja, sondern weil das eine Idee davon gibt, wo wir in der Debatte hinkommen werden. Ja, und ich habe jetzt hier gerade vorhin auch Stefan Schmidt gesehen, ja, den Flüchtlingsbeauftragten von Schleswig-Holstein, ja, der viele Jahre auf See verbracht hat, der das sicher auch so einordnen kann. Wenn wir diese Debatte wieder führen über die Frage, wann muss man Menschen retten und wann nicht, so, dann ja, fangen wir wirklich nochmal bei Null an. Das wäre ziemlich schlimm. Hallo Stefan. Hi. Ja, danke Luise, auch für den Einblick in deine wichtige und schwierige Arbeit. Ich würde gerne an zwei Punkten nochmal nachfragen wollen, euch beide. Ihr habt jetzt zum einen den Frontex-Chef deutlich kritisiert, zu Recht. Es gibt ja auch schon die Forderung nach seinem Rücktritt. Schließt ihr euch der Forderung an? Wäre damit sozusagen schon was geholfen? Wäre das ein wichtiger Punkt oder ist das aus eurer Sicht jetzt nicht ausreichend? Und die zweite Frage, du hattest gesagt, Luise, Frontex muss sich an und auch die Mitgliedstaaten müssen sich an internationales Recht halten. Es braucht eine menschenrechtliche Kontrolle. Jetzt haben wir ja sozusagen auch entsprechende Verfahren. Gibt es auf der rechtlichen Ebene eine Möglichkeit, über Menschenrechtsgerichtshof verschiedene andere Möglichkeiten, das einzufordern? Ihr versucht im Parlament mit allen Schwierigkeiten, da Licht ins Dunkel zu bringen, die Kontrolle herzustellen. Gibt es rechtliche Möglichkeiten, wie wir da die Einhaltung von Genfer Flüchtlingskonvention, von Völkerrecht über diese Möglichkeit herbeiführen können? Vielleicht magst du als erstes was dazu sagen, Erik. Ja, also zu der Frage Rücktritt, also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Legerie zurücktritt. Ich habe mich nur immer ein bisschen so, nicht davor gescheut, aber ich fand es einfach sozusagen nicht den wichtigsten Punkt in der Debatte, weil man muss sich auch, glaube ich, die Struktur nochmal klar machen. Ne? Wir haben diesen Frontex-Verwaltungsrat, da schlägt die Kommission dann Exekutivdirektor vor und dann müssen 27 Mitgliedstaaten und zwei Kommissionsstimmen sozusagen diesen Exekutivdirektor wählen. So, wenn es kein Interesse bei den Mitgliedstaaten gibt, sondern nur aufgrund von öffentlichem Druck die Person ausgetauscht werden soll, dann kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich sozusagen ähnliches Profil dann der Nachfolger oder die Nachfolgerin wird. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier hinstelle und die ganze Zeit immer sage, Legerie muss zurücktreten, dann helfe ich damit vielleicht auch den Leuten bei den Mitgliedstaaten, die sagen, ja, Problem erkannt, Problem gebannt, schaut her, Legerie heißt jetzt Müller oder wie auch immer, wir haben jetzt was gemacht und jetzt schauen wir erstmal 2 Jahre, ob das jetzt besser wird oder so. Ja? Und den Gefallen würde ich ungerne angesichts von, ja, wie schon dargestellt, wirklich systematischen, strukturellen Problemen, sowohl an den Außengrenzen durch die Behörden der Mitgliedstaaten als auch innerhalb der Agentur mit Machtkonzentration auf eine Person in ungeheurer Weise und vielen anderen Verwaltungsproblemen, also inzwischen auch sozusagen durch intransparente Einstellungsverfahren mit ziemlich
legerietreue Situation, die dort entstanden ist bei den Führungspositionen. Also den Gefallen würde ich den Mitgliedstaaten ungern tun, sodass ich nicht falsch finde. Ich glaube, eigentlich würde es Frontex natürlich gut tun, wenn man da wirklich jetzt irgendwie mal einen neuen auch neue Kraft reinbringen will, was Menschenrechte und so weiter angeht, dann geht es, glaube ich, mit der Person Légerie nicht so wirklich. Aber ich fände tatsächlich viel wichtiger, erstmal zu schauen, wie kann man denn auch, wenn der Frontex-Direktor nicht besonders toll ist, trotzdem so viel demokratische Kontrolle in dieser Agentur und hinsichtlich der Menschenrechte an den Außengrenzen organisieren, dass eigentlich es nicht von einer Person abhängt, ob wir Menschenrechte in Europa wertschätzen oder nicht. So, das ist halt das Ziel und das ist, glaube ich, das große Ziel, das man nicht aus den Augen verlieren darf. Deswegen stelle ich diese Forderung nach dem Rücktritt nicht so nach vorne, sondern wir haben uns für diese Untersuchungsgruppe jetzt hier eingesetzt und gucken jetzt mal, was wir herausfinden. Wenn wir als Untersuchungsgruppe herausfinden, dass diese Person völlig ungeeignet ist und den Eindruck kann man ja nun auch vielleicht gewinnen, dann werde ich sicherlich sozusagen nicht dagegen stimmen, wenn da in dem Bericht steht, dass wir vielleicht da auch eine andere Person hätten. Ja? Und dann die Frage, wie kann man eigentlich klagen, ist gar nicht so, also kann man beantworten, es ist nicht so einfach zu klagen, zum Beispiel gegen einen Pushback. Da muss man erstmal eine betroffene Person suchen. Man könnte sich theoretisch auch über Umwege direkt zum Beispiel wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Internationalen Strafgerichtshof melden etc. Aber diese Klagewege sind alle sehr kompliziert und sehr langwierig und zwar so langwierig, dass man eigentlich immer der Realität ein bisschen hinterherhängt. Da ist die Frage einfach sozusagen, wie kann man eigentlich Leute finden, die dann in der Lage sind, dort zu klagen? Und da arbeiten auch sehr viele Legal NGOs, wie sagt man, Rechtshilfeorganisationen daran, das sozusagen juristisch durchzuexerzieren, welche Klagemöglichkeiten gibt es. Wir haben ja jetzt sehr viel über die Ägäis geredet, aber es ist auch eine Frage zum Beispiel im zentralen Mittelmeer, warum hilft Frontex da eigentlich bei der Aufklärung für die libysche Küstenwache, die Leute davon abhält, aus Libyen zu fliehen, obwohl man weiß, dass die Leute berechtigte Gründe haben, aus Libyen zu fliehen. Das wissen auch alle sozusagen. Also macht man sich da nicht auch indirekt schuldig an Menschenrechtsverletzungen etc. Das sind alles, da sind überall leicht, da schnell eine Antwort zu finden. Und ich kann jetzt zum Beispiel nicht einfach sagen, ich klage dort. Das funktioniert nicht so einfach. Ich habe zu der Frage auch auf meiner Homepage, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon online gestellt haben, aber zu der Frage, warum ist es eigentlich so schwer zu klagen, auch ein Homepage-Artikel. Spätestens morgen ist der online. Ja. Sehr gut. Und dann kann Luise noch ergänzen, ja. Luise, magst du ergänzen? Ganz knackig. Ich werde schon immer skeptisch, ja, also wenn sozusagen aus den Kreisen der regierungstragenden Fraktionen, wie zum Beispiel der SPD, als einzige Maßnahme zu dem Thema Frontex kommt, Légerie solle bitte zurücktreten, dann weiß ich, wo ich diese Forderung einordnen kann, ja. Und damit kann man nämlich auch ganz geschickt eine Debatte tot machen, was ich nicht cool finde, ja. Also diesen Eindruck zu erwecken, wenn Légerie weg ist, hat sich hier irgendwas geändert? Überhaupt gar nichts hat sich dann geändert, ja. Wirklich echt mal nichts. Außer, dass es irgendeine andere Légerie dann ist, das hat Erika schon richtig gesagt. Strukturell ist das, was Légerie macht, das, was seine Aufgabenbeschreibung ist, ja. So, er organisiert diese Behörde, er tut alles dafür, um Personen und Machtzuwachs zu kriegen. Er stellt sozusagen den Auftrag seiner Behörde über alle anderen Interessen. Das überrascht ja nicht, aber das wird jeder andere Mensch auch tun, der in diese Position kommt, wenn das so unkontrolliert, machtvoll ausgestaltet ist und keiner parlamentarischen legislativen Kontrolle unterliegt. So, da brauchen wir uns gar keine Illusionen machen. Und ich finde, ein Punkt ist halt wichtig. Ja, es gibt gerade Ermittlungen einer EU-Behörde gegen diese Person. Ich finde immer, wenn sozusagen unsere Behörden da vernünftig arbeiten und die Antikorruptionsbehörde da jetzt gerade untersucht, dann kannst du nicht sofort sagen, Rücktritt. Dann sollte man schon auch, finde ich, aus Respekt vor unseren Institutionen die Untersuchung abwarten und dann eine Konsequenz draus ziehen. Mein Herz hängt natürlich auch nicht an Légerie, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, aber ich will auch nicht, dass damit eine Debatte tot gemacht wird. Habe ich am Anfang übrigens auch anders drauf geguckt, hat mich tatsächlich Erik auch überzeugt, so, dass das keine sinnvolle Forderung oder keine so wichtige Forderung an dem Punkt ist.
Und das andere zur Einklagbarkeit. Wir haben jetzt auch nochmal eine kleine Anfrage vorbereitet für die Bundesregierung, wo wir das auch aufgreifen. Ja, die Frage sozusagen, da geht es ja auch wieder dann um parlamentarische Kontrolle. Wie kann sich auch jemand, der betroffen ist von einem Pushback, ja, also der vielleicht physische oder materielle Schäden erlitten hat durch das Agieren von EU-Beamten oder Bundespolizisten oder so, wie kann der sich eigentlich auch juristisch oder die Person sich auch juristisch strafrechtlich wehren? Ja? Mir ist das alles nicht klar, wie das geregelt ist. Und solange es auch keine richtige parlamentarische Kontrolle der Einsatzkräfte geben kann oder gibt, kann man die ja auch ganz schwer strafrechtlich oder disziplinarrechtlich belangen. Ja? So. Und das ist auch ein Problem, das ganz klar mit dem Thema Kontrolle zu tun hat. Den Punkt, den wir als Grüne wirklich versuchen, auf allen Ebenen jetzt stark zu machen und da auch ein bisschen was zu verändern. Ja, danke, Luise. Ich will noch mal in die Runde die Aufforderung geben. Ihr könnt euch beteiligen, Fragen stellen, Kommentare. Ich habe jetzt im Chat schon von Stefan Schmidt zwei Kommentare. Ich weiß nicht, ob Sie dazu noch mal was sagen wollen. Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit. Nicht? Okay, gut. Dann nutzt die Chance, Erik und Luise Fragen zu stellen. Das habt ihr nicht jeden Tag. So, Lea Gerhard sehe ich. Bitte schön, Lea. Genau, ja. Ich nutze tatsächlich dann sehr gerne die Gelegenheit. Erstmal vielen, vielen Dank für die ganze Veranstaltung hier und auch an Erik Marquardt und Luise Amtsberger, dass sie sich überhaupt dafür einsetzen. Man hat ja wirklich das Gefühl, dass viele Staaten in der EU irgendwie diese ganzen Menschenrechtsverletzungen gar nicht interessiert. Ich schreibe gerade oder will meine Masterarbeit in dem Bereich gerade schreiben und setze mich auch gerade mit diesen Pushbacks viel auseinander. Und jetzt ging es ja also hauptsächlich um Frontex und mehr Kontrolle. Aber ich habe jetzt nochmal zurückgedacht, beim Pushback sind ja auch Länder wie Libyen und die libysche Küstenwache ganz stark beteiligt, die auch verhindern, dass die Menschen, die sich auf dem Mittelmeer befinden, überhaupt in Europa ankommen und nach Libyen zurückgebracht werden. Und da gibt es ja auch zahlreiche Berichte, dass auf Boote geschossen wird, dass Menschen missbraucht werden oder wenn sie in Libyen, nach Libyen wieder zurückgebracht werden, in Gefangenenlager kommen, wo auch Folter, sexualisierte Gewalt, massive Menschenrechtsverletzungen passieren. Also ich habe da gerade gestern so schreckliche Dinge gelesen, dass auch MigrantInnen in der Wüste ausgesetzt werden oder teilweise sogar erschossen werden, um Platz zu schaffen für neue MigrantInnen, um dieses ganze Smuggling-Geschäft weiter anzutreiben, wo ich mir denke, das ist ja, also natürlich ist es super wichtig, dass irgendwie hier über Frontex und Kontrollmechanismen gesprochen werden. Aber ich denke mir nur, das muss ja Teil der Diskussion sein, dass hier die libysche Küstenwache auch finanziert wird von der EU und so ja irgendwie das Ganze auch mit möglich macht. Und das ist ja also so eine Zusammenarbeit oder keine Zusammenarbeit, aber sowohl Frontex ist für mich so ein Part, der hier eine Rolle spielt und eben diese Abkommen mit Drittstaaten, wie jetzt eben im Fall libysche Küstenwache, ist eben dieser andere Part. Und da frage ich mich, ob das so schwer ist, einfach diese Finanzierung als ersten Schritt mal zu stoppen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch irgendwie was zu gesagt werden kann. Aber vielen Dank. Ja, danke für die wichtige Frage. Und das setzt es ja auch noch mal in den Kontext der europäischen Abschottungspolitik. Da hatte Erik am Anfang ja auch schon was dazu gesagt. Ich mache es jetzt mal umgekehrt. Luise, du bist ja auch in der Parlamentariergruppe Seenotrettung sehr aktiv. Du hast die gegründet auch und versuchst da auch parteiübergreifend immer mal wieder deutlich zu machen, dass Menschen einfach gerettet werden müssen. Punkt. Vielleicht kannst du zu dem Punkt Libyen-Finanzierung was sagen und dann würde ich Erik das Wort geben. Ja, die Debatte findet ja bei uns im Bundestag vor allen Dingen in diesem ganzen Kontext EUNAVFOR-Med Operation Sophia statt. Ne? Also, dass wir sozusagen ja auch einen Einsatz haben, der eine Kooperation mit der libyschen Küstenwache voraus oder beinhaltet. Ja, und ich glaube, einen wichtigen Punkt, den man sich einfach klar machen muss, ist,
diese libysche Küstenwache, von der alle reden, ja, also diese Küstenwache. Ja, ich habe ja meinen Wahlkreis in Kiel. Und wenn wir Küstenwache hören, dann wissen wir, das ist ein gut durchorganisierter Laden und die haben eine Aufgabe und das wird ordentlich kontrolliert. Und man kommt so automatisch in so ein Gefühl rein von Küstenwache ist ja erstmal eine vernünftige Institution und die soll Menschenleben retten und ihren Job machen. Und ich finde, das ist ein ganz krasser Euphemismus, weil das, was wir da in Libyen vorfinden mit Küstenwache, halt überhaupt gar nichts zu tun hat, ja. So, das sind Milizen, die sich irgendwie zusammen in unterschiedlichen Konstellationen immer wieder zusammenfinden. Und wo man einfach auch klar sagen muss, das ist ja auch mittlerweile deutlich belegt, dass die Verbindung zwischen Schleusergeschäft, ja, das ja in einer, das hat Lea Gerhard ja angesprochen, in einer Brutalität vonstatten geht, ja, auch ganz eng verknüpft ist mit den Strukturen der sogenannten Küstenwache. Also das muss man, glaube ich, einmal erstmal vorab festhalten. Diese Küstenwache, nett anmutender Name, so gibt es nicht. Und deshalb muss man schon auch die Frage stellen dürfen, ob eine Kooperation mit dieser Institution so zulässig ist. Es wurde ja immer diskutiert und auch uns Grünen immer wieder auch entgegengehalten. Ne, da werden auch Menschenrechtsschulungen gemacht seitens der EU. Und es ist wichtig, dass man da auch unterstützt im Sinne von Ausbildung, Menschenrechtsschulung und so weiter. Das finde ich prinzipiell auch richtig. Aber wir sehen ja, dass es eigentlich überhaupt nichts bringt. Ja. Also Menschenrechtsverletzungen nehmen zu. Und dann kommt man automatisch natürlich irgendwann in die Frage, können wir als Europäische Union mit unserem Anspruch von Menschenrechtsschutz und Rechtsstaatlichkeit eine Kooperation mit so einem Akteur noch vertreten oder nicht? Ja. Und das ist eine wahnsinnig schwierige Debatte, die im Bundestag eben, wie gesagt, immer entlang dieses Mandates ja auch geführt wird. Und die wahnsinnig schwierig ist, ja. Und auch da ist ja auch belegt, was sozusagen menschenrechtlich passiert ist. Also Pushbacks oder Abhalten sind auch da. Und Schüsse, hattest du auch gesagt, sind da belegt, ja. Und deshalb, das muss alles auf den Prüfstand in meinen Augen. Die Frage der Seenotrettung ist natürlich in dem Kontext wahnsinnig wichtig, weil solange wir sozusagen uns nicht zur Seenotrettung bekennen, werden wir solche unkontrollierten Momente immer wieder haben, ja. Also wenn wir nicht sagen, wir wollen eine europäisch organisierte, von mir aus auch zivil getragene Seenotrettung haben, das halten wir für richtig, kommt ja zum Beispiel auch kein Druck hinter, dass gerettet wird. Ja, und wir haben das mit den Seenotrettungen ja immer wieder, dass Fälle weitergegeben werden an Leitstellen, ja unter anderem auch nach Libyen und so weiter, und die einfach nicht kommen. Ja, so, einfach nicht rangehen. So. Und einfach nicht kommen. Und das ist natürlich ein Umstand, der überhaupt nicht geht. Jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen Track verloren, ob da noch eine ganz konkrete Frage war, Lea, bei deinem Beitrag. Aber vielleicht also, sozusagen so. Entschuldigung, also ich würde das natürlich alles so total unterstützen und sofort unterschreiben. Ich frage mich nur wirklich, wie bei diesem Wissen diese Finanzierung irgendwie noch stattfinden kann. Also warum es in dem Sinne so eine schwierige Debatte ist, weil eigentlich ist es auch ziemlich klar mit den Menschenrechtsverletzungen, und natürlich ist es mir auch bewusst, dass es einfach ein Teil der EU-Außenpolitik ist in diesem ganzen Externalisierung der Außengrenzen und Outsourcing und so weiter und auch viel Outsourcing an private Akteure, wo man dann auch noch schön Blame-Shifting machen kann. Aber ich komme gerade so gemein rüber, das ist ja gar keine Schuldzuweisung an die Leute, die gerade hier sind, weil ich weiß, dass sie setzen sich auch dafür ein. Aber ich finde es, frage mich irgendwie trotzdem, wie das noch tatsächlich so ein großer Bestandteil dieser europäischen Außengrenzschutzpolitik sein kann und warum man die Finanzierung nicht kappt, beziehungsweise gibt es da auch irgendwelche Anträge für, oder wird das gar nicht diskutiert? Ich weiß nicht, vielleicht kann man da auch von Seiten des Europäischen Parlaments von Erik Marquardt. Genau, vielleicht kann Erik dazu auch noch was sagen. Und diskutiert wird es natürlich, aber es gibt da klare Mehrheiten, also auch von deutscher Seite. Genau, muss man sozusagen auch bei den Leuten, die dann zum Beispiel die CDU, CSU gewählt haben und sich dann da anschauen, für was die dann so stimmen, einfach anschauen, wer sozusagen sich dafür einsetzt, dass diese Finanzierung stattfinden. Horst Seehofer hat, noch Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft hat, auch relativ unverblümt gesagt, man könne ja mit Unterstützung der Küstenwache, und dann kann man zusammenarbeiten, dass man die Leute dann dorthin auch zurückbringt. Und das
Interessante ist sozusagen, dass die Parlamente aus solchen Debatten zunehmend rausgehalten werden. Das sehen wir beim EU-Türkei-Deal, ja, wo dann eigentlich sozusagen man nicht mehr einen Vertrag macht, den man dann durch die Parlamente schickt und wo man dann demokratisch legitimierte Parlamente mal fragt, wie seht ihr das, wie sind da die Mehrheiten so, sondern wo man einfach über Pressemitteilungen mit einmal einen Vertrag schließt. Und in dem Fall des zentralen Mittelmeers bei der Finanzierung von Libyen ist es zum einen so, dass dort bilateral relativ viel passiert, also zwischen Italien und Libyen zum Beispiel, dass dann da einfach Italien Geld gibt an Libyen, da hat man jetzt wenig Einfluss drauf, müssten dann sozusagen im Parlament in Italien oder in der Regierung in Italien Leute sich anders verhalten. Und man hatte die Situation auf europäischer Ebene, dass dort eigentlich Nothilfefonds instrumentalisiert werden, um in schwierigen Debatten nicht so viel Parlaments-Mitspracherecht zu haben. Da gibt es diese EU-Trust-Funds, EU-Trust-Fund für Afrika zum Beispiel. Und das sind eigentlich so, ja, auch gar nicht sozusagen vollkommen schlimme Instrumente, die dazu gedacht sind, dass wenn es zu einer akuten Notlage kommt, dass man eigentlich nicht so jetzt lange Prozesse hat, sondern da direkt helfen kann. Und da ist die parlamentarische Kontrolle eben nicht so stark. Und deswegen haben wir eigentlich kaum Einfluss darauf als EU-Parlament, was dort in Libyen mit diesen Geldern passiert. Dazu kommt, dass dann, also wenn man über Sachen abstimmen kann, wird das in solche Pakete gepackt, dass man mit einmal sozusagen über sehr viele Dinge mit einmal abstimmen muss und dann auch, weiß ich nicht, die humanitäre Unterstützung für, weiß ich nicht, Menschen im Sudan zusammen abstimmt mit der Hilfe für Libyen etc. Und da ist man einfach in einer komischen Situation. Also man ist nie in der Situation, dass man abstimmen kann darüber, möchte man dort die Küstenwache unterstützen oder nicht. So, die Situation wird einfach systematisch vermieden und man muss sich da, glaube ich, auch nochmal klar machen, dass die Europäische Union ja verurteilt wurde. Also in dem Falle wurde Italien verurteilt, 2012, glaube ich, oder 11, im sogenannten Hürsi-Urteil, dass es eben nicht okay ist, Menschen nach Libyen zurückzubringen. So, und dann hat die Europäischen Union, ist immer so ein bisschen weiter Begriff, aber haben die europäischen Mitgliedstaaten eben nicht gesagt, ja, okay, also wenn es da Folter droht etc. und das eine Menschenrechtsverletzung ist, Leute dahin zurückzubringen, dann machen wir das nicht, sondern man hat sich überlegt, also okay, wenn uns das verboten würde, welches Konstrukt können wir denn entwickeln, damit das, was uns gerade verboten wurde, dann trotzdem stattfindet, und hat sich einfach diese Milizen gesucht, denen man jetzt dabei hilft, dass sie die Leute davon abhalten, aus Libyen zu fliehen. Und da findet tatsächlich auch Frontex Luftaufklärung statt. Übrigens gibt es da die Veränderung auch in den letzten Jahren, dass sozusagen erstens in dieser sogenannten libyschen Seenotrettungszone, die dann installiert wurde, vor allem also sich Italien und Malta nicht mehr zuständig fühlen, ja, dass sozusagen nur noch am Ende Libyen dort agiert als Staat, der dann mit diesen Milizen die Leute zurückbringt. Und Frontex sagt nicht mehr, wenn sie Luftaufklärung machen, so als Mayday Relay zum Beispiel, dass man sagt, oh, wir haben hier ein Boot gefunden, das ist in Seenot, wir informieren mal alle umliegenden Schiffe, also Handelsschiffe, aber vielleicht auch Seenotrettungsschiffe, sondern man informiert ausschließlich die Seenotrettungsleitstellen in Malta, Rom und in Tripolis. Und dann fühlen sich Malta und Rom nicht zuständig, weil die sagen, oh, das ist ja in der libyschen Seenotrettungszone, da müssen die jetzt mal was machen. Und die Libyer informieren aber keine Schiffe, sondern fahren dann selber im Zweifelsfall los, manchmal auch nicht, sodass also grundsätzlich neben der Frage, wollen wir eigentlich retten, auch so ein Konstrukt entstanden ist, in dem man überhaupt nicht mehr richtig Bescheid weiß über Seenotrettungsfälle, in der ja auch dann zivile Luftaufklärung zum Beispiel versucht wird zu verhindern. Und das ist ziemlich traurig, weil man versucht, den Eindruck zu erwecken, dass die Europäische Kommission, die europäischen Mitgliedstaaten ja eigentlich vollkommen klar für Seenotrettung sind. Aber mit vielen Tricks versucht man dann, Seenotrettungsschiffe davon abzuhalten, auszulaufen, Luftaufklärung zu verhindern, Informationen über Seenotrettungsfälle hält man so geheim, als wären es irgendwelche Geheimdienstinformationen. Ja. Und in diesem Konstrukt ist es einfach auch sehr schwer für die zivile Seenotrettung, da noch die entsprechende Lücke zu füllen. Das ist leider so, dass da systematisch Kriminalisierung stattfindet und auch Mechanismen mit voller Power genutzt werden, um zu verhindern, dass Menschen dort einen sichereren Fluchtweg aus dieser Hölle von Libyen haben. Ja, danke. Jetzt habe ich eine weitere Wortmeldung von Jan Wiemers. Bitte schön. Ja, danke euch beiden erstmal. Ich habe zwei Fragen vielleicht. Die erste ist, jetzt habt ihr auch dargestellt und uns allen ist klar, die Mehrheiten sind beschissen, was das Thema angeht.
sowohl in Deutschland als auch teilweise in Europa. Was wäre denn quasi jetzt auch für Deutschland gedacht? Glücklicherweise können Mehrheiten sich ja auch ändern. Was wären erste Schritte von Deutschland aus? Was könnte passieren? Das war die erste Frage. Stellt gleich die zweite. Und die zweite Frage wäre dann quasi, ist vielleicht eine persönliche, im politischen Engagement ist immer wieder, dass man das Gefühl hat, man kommt an ein Ende irgendwie, irgendwo Druck auszuüben über Öffentlichkeit, lokale Politik, Demonstration oder sonst was. Habt ihr irgendwie noch einen guten Tipp, wo wünscht man sich quasi Unterstützung, Engagement? Ja, danke für die wichtigen Fragen. Ich gehe jetzt mal in umgekehrter Reihenfolge wieder vor, Erik und dann Luise. Ja, die ersten Schritte, was Deutschland machen soll, das müsst ihr beruflich beantworten. Ich bin hier in Brüssel, habe damit nichts zu tun. Nee, ich kann da auch was sagen, aber also ich glaube sozusagen ein Grundproblem, und da könnte man jetzt viele Punkte ansprechen, ist, dass in diesem Gesamtkonstrukt diese Verantwortungsdiffusion mal aufhören muss. Ja? Also eigentlich sagt Griechenland, ja, wir können die Leute nicht besser behandeln, weil wir haben keine europäische Lösung. Und irgendwie sagt die Bundesregierung dann, oh ja, wir würden auch gerne helfen, aber wir brauchen eine europäische Lösung. Und in Brüssel sagt man, ja, wir würden gerne eine europäische Lösung haben, aber die Mitgliedstaaten machen das nicht. Und da kann man sozusagen jahrelang durch die Gegend laufen und hat das Gefühl, niemand fühlt sich für irgendwelche humanitären Krisen, für irgendwelche Menschenrechtsverletzungen verantwortlich. Und das muss aufhören. Also alle Akteurinnen und Akteure, und ich finde, dass zum Beispiel Bundesländer in Deutschland, also da ja, auch mit grüner Beteiligung Regierungen, die sich dafür einsetzen, dass man zum Beispiel Landesaufnahmeprogramme startet und so, gehen da eigentlich mit gutem Beispiel voran. Die fragen nämlich nicht, ja, was könnten wir denn heute alles mal wieder nicht tun und wer könnte heute schuld sein an irgendwas, sondern die fragen sich erstmal, ja, was können wir jetzt eigentlich dazu beitragen, dass sich die Situation vor Ort bessert. Und das würde ich mir eigentlich auch von der deutschen Bundesregierung wünschen, dass sie natürlich nicht mit einmal dafür sorgen kann, dass Viktor Orban durch irgendeine Friedensnobelpreisträgerin ersetzt wird oder so. Das wird nicht passieren, aber Deutschland kann ja aktiv auch dazu beitragen, dass sich Situationen verbessern. Und da habe ich das Gefühl, dass es in der Großen Koalition momentan keinen Drive dafür gibt, irgendwie sich da durchzusetzen und mal Sachen besser zu machen. Und zum persönlichen Engagement, ich glaube, man darf nicht vergessen, dass ganz viele Leute vielleicht auch die Meinung haben, dass Menschenrechte eigentlich eine ganz gute Idee sind, aber sich gar nicht so richtig trauen oder nicht wissen, wo oder so, wo kann man das artikulieren? Und ich fand eigentlich gut, dass, obwohl wir diese Corona-Pandemie haben, jetzt schon viel zu lange, ehrlich gesagt, dass super viele Leute gab, die sich engagieren wollten und die Online-Aktionen gestartet haben und die auf Instagram irgendwie zu, weiß nicht, Moria Sachen gepostet haben und so, obwohl sie vorher gar nicht so viel mit Politik zu tun hatten. Das fand ich eine erfreuliche Entwicklung und ich glaube, das muss einfach weitergehen, dass man sich klar macht, dass auch zwischen den Wahlen natürlich man immer wieder sich auch an die Parlamente wenden muss, an seine Abgeordneten wenden muss, ja, dass man da den SPD-Abgeordneten, den CDU-Abgeordneten, den FDP und auch uns und so weiter da einfach schreibt, was gerade doof findet, dass man es schlecht findet, wenn Pushbacks stattfinden etc., weil ich habe das Gefühl, dass besonders in der Migrationspolitik in den letzten Jahren die Schreihälse, die mit Menschenrechten überhaupt nichts am Hut haben und schon ein bisschen, sagen wir mal, 5 Jahre zu lange Social Distancing in ihrem Keller betreiben, auf Twitter, überall in den sozialen Medien und auch in Mails an Abgeordneten sehr präsent sind und in Großbuchstaben irgendwie dann schreiben, wir wollen diese Asylantenflut nicht haben oder was auch immer, ja, dass die sehr präsent waren, auch in zum Beispiel meinem Mailpostfach, dass aber die Leute, die eigentlich vernünftig sind und sagen, also wir haben ja ein Fundament in Europa, das auf Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten basiert, bitte sorgt dafür, dass das wieder eine Wirkung hat, dass die eigentlich mehr laut aktiv werden müssen. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was es auch ausmacht, wenn man einem Abgeordneten eine Mail schreibt oder um Gespräch bittet und fragt, ja, können wir darüber mal reden? Wenn es viele Leute machen, kann ich mir auch vorstellen, dass der Druck insbesondere bei den Leuten, die vielleicht eher opportunistisch unterwegs sind, auch zum Beispiel dem Bundestag, dass man die da noch mehr überzeugen kann. Denn ich glaube, dass viele, zum Beispiel Abgeordnete der CDU, CSU, eigentlich einfach nicht so richtig wissen, was da vor Ort passiert und dass man darauf immer wieder hinweisen muss, da auch Druck erzeugen muss. Und das würde ich mir wünschen, dass da möglichst viele Leute das machen und vielleicht auch noch 3 Freunde davon überzeugen, es ihnen gleich zu tun.
Danke, Erik. Luise, es war ja die Frage, sozusagen auch nach Lösungsansätzen, was wir Grüne vorschlagen, auch vielleicht für eine gemeinsame europäische Asylpolitik. Jetzt ist es ein abendfüllendes Thema, aber vielleicht kannst du einfach ein paar Punkte setzen dazu. Also erstmal fand ich die Fragen sehr sympathisch, muss ich sagen, weil ich tatsächlich, man kann ja wirklich sich echauffieren und aufregen und ärgern und ja, wie frustrierend dieser Job auch für Abgeordnete sein kann, das brauche ich, glaube ich, an so einer Stelle und für Oppositionsabgeordnete nicht nochmal betonen. Deshalb finde ich das schön, auch mal nach vorne zu denken. Also ich glaube, wir können eine ganze Menge tun von Bundesseite aus. Im Flüchtlingsbereich ohnehin, sage ich gleich zwei Worte zu, aber ganz konkret bezogen auf Frontex. Also wenn man parlamentarische Kontrolle zuließe und wenn man auch selber die Haltung vertritt, dass man auch als Bundesregierung nicht einfach blind vertraut, ja, sondern auch guckt, dass man seine Staatsbediensteten, in dem Fall die Bundespolizei, in Einsätze schickt und da auch eine Verantwortung trägt. Und wenn die sagen, sie haben da was beobachtet, man sich an ihre Seite stellt und versucht, das aufzuklären und sie auch zu schützen vor solchen Einsätzen und solchen Fehlgängen in Einsätzen, glaube ich, wäre schon mal eine ganze Menge gewonnen. Ja? Also wenn ich sozusagen das Beibringen der Beweise von hier war irgendwas nicht ganz koscher, nicht bei den Beamten liegt, dass die sich da irgendwie ein Gehör verschaffen müssen in den Hierarchien ihrer Dienststellen, ja. Sondern dass man sozusagen den Kontakt da intensiviert und auch eine Kultur schafft, in der Polizistinnen und Polizisten sich gehört fühlen. Denn das tun viele nicht. Ja? Also so viel kann man, glaube ich, auch an dieser Stelle sagen. Wir haben ja auch Kontakt zu Menschen, die in solchen Einsätzen waren. Haben da viel zu berichten, wie wenig sie sich da auch aufgefangen fühlen. Das, finde ich, ist Punkt 1. Und damit einhergeht eine Forderung, die wir Grüne seit langer Zeit auch bezogen auf ganz andere Themenfelder, nämlich zum Beispiel Rechtsextremismus in Institutionen, immer wieder auch laut machen. Das ist die zentrale Stelle einer Polizeibeschwerdestelle. Einer Stelle, die sozusagen fungiert als Scharnier zwischen Zivilgesellschaft, Beamtinnen und Beamten, ja, aber auch der Politik. So dass wir das irgendwie gewährleisten können, dass Missstände in der Polizei, und die gibt es ja, irgendwo verbindlich abgegeben werden können und sich Politik dann aber auch kümmert und nicht so, wie die Bundesregierung jetzt auch immer sagt, ah ja, kann sein, das mit dem Pushback, ja, ist schon irgendwie dokumentiert, aber wir haben da keine eigenen Erkenntnisse zu. Thema beendet, ja. Und man da steht und sagt, ja gut, okay, was braucht ihr denn für Erkenntnisse? Also muss Seehofer selber da stehen und das sehen? Oder was, ab wann kann also man auch sagen, so ja, okay, wir glauben das auch einfach, was da dokumentiert wird. Ja. Und das hängt, finde ich, mit einem politischen Style auch irgendwie zusammen. Ja. Wenn du kritisch bist, auch selbst wenn du Teil des Problems bist. Und da eine offene Kultur auch also selber zulässt, dass du dein eigenes Handeln auch verbessern kannst. Ja, fällt natürlich in der Politik vielen Leuten sehr schwer, sowas zu tun, ja. Aber wenn du das zulässt, glaube ich, kann man schon eine ganze Menge erreichen. Vor allen Dingen Vertrauen und dann auch ein kollektives, gemeinsames daran arbeiten, die Dinge zu verbessern. Oder ich bin naiv, das kann natürlich auch sein, aber so würde ich es machen, ja. Also, ich meine, die Frage kann man sich auch mal konkret stellen. Was wären, wenn die Grünen eine Verantwortung hätten für das Innenministerium? Was würden wir denn eigentlich konkret anders machen? Und ich glaube, es fängt mit dem Mindset an, diese Kaderpolitik, und hier darf nichts kritisiert werden, es betrifft alles die Sicherheit der Bundesrepublik, das ist mir zu wenig, so macht man das nicht. Ja. Damit bringt man mich alle in Gefahr. Ja, die Beamtinnen und Beamten, die Zivilgesellschaft, seine eigene politische Karriere. So, also das geht nicht. Ja. Inhaltlich würde ich gerne noch einmal deutlich machen, wir haben natürlich zur Bundestagswahl schon auch Punkte, wo wir aus nationaler Perspektive etwas tun können, was auch die Situation in den europäischen Außengrenzstaaten verbessern würde. Ja. Das eine ist, den Familiennachzug vollumfänglich zu gewährleisten für Geschwister, für Familien, also Familieneinheit herstellen und diese unsägliche Situation beenden, dass Eltern sich entscheiden müssen, bleiben sie bei ihrem einen Kind oder gehen sie zu ihrem anderen Kind. Oder Familien dauerhaft über 5 Jahre getrennt sein müssen, nur weil man hier irgendwie Kontingente eingeführt hat und glaubt, dass man Grundrecht kontingentieren könnte. Punkt 1 weg, also mit all diesen Beschränkungen. Familiennachzug muss oberste Priorität haben.
ist auch ein legaler Zugangsweg. Aber, und da halte ich es auch echt mit Pro-Asyl, ja, die immer wieder sagen, Durchsetzung des Rechts, ja, also wir brauchen die Sachen nicht neu erfinden. Dass Menschen ein Recht auf Asyl haben, ist Grundlage, ja, wir müssen es durchsetzen. Und momentan wird ja von allen Ecken und Enden daran geschraubt, dass Menschen hier irgendwann eine feste Bleibeperspektive haben, ist geltendes Recht, so. Wir müssen nur aufhören, es zu beschränken und es den Menschen immer schwerer zu machen. Also in so eine Richtung zu denken, ja, das wäre auf jeden Fall ein grüner Punkt. Abschiebung, muss man auch kritisch sagen, über Grüne, ja, ich meine, klar wird das sozusagen bundespolitisch auch gesteuert, welche Länder angeblich abgeschoben werden kann und in welche nicht. Aber Afghanistan akzeptiere ich nicht, ja, dass Grüne sich daran auch mit beteiligen. So, weil es ist kein sicheres Land, es ist gefährlich, Menschen dahin zurückzuschieben und das muss beendet werden. Da brauchen wir eine Bundespolitik, die auch klar sagt, hier gibt es keine zwei Meinungen, dieses Land ist im Bürgerkrieg, dahin können wir nicht abschieben, Punkt. So. Und ich glaube, mit solchen Impulsen kann man schon auch ein bisschen was verändern und das ist ja sozusagen auch das, was uns die Zivilgesellschaft mitgibt, immer wieder, ja, und auch ganz stark, muss man ja auch wirklich sagen, also ich denke, Erik wird es ähnlich erleben oder ich empfinde das zumindest ganz stark so, der Rückhalt durch die Seebrücke, durch die Seenotretterinnen, durch die vielen Flüchtlingsverbände und Menschen, die sich auch im Privaten für Geflüchtete einsetzen, das hilft uns natürlich politisch total im Parlament. Erstens emotional dabei zu bleiben und zweitens auch Sachen durchzusetzen. Ja, ja, danke, ein Schlusswort. Sind wir schon so weit? Ups. Bitte? So ein bisschen, wir sind ja noch gar nicht so weit. Nein, aber sorry, ich fand es jetzt sehr wichtig und auch nochmal auf die Frage, so was gibt einem da auch wieder Mut und Kraft, weiterhin tätig zu sein? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, auf diese vielen Kommunen zu schauen, die sich als sichere Häfen auch erklärt haben. Und das auch noch sozusagen weiterzumachen, auch in den eigenen Kommunen, falls es noch nicht der Fall ist, da entsprechend Druck aufzubauen und dran zu bleiben, einfach von unten her auch die Zivilgesellschaft zu zeigen und die Aufnahmebereitschaft zu zeigen. Und in dem Zusammenhang vielleicht nochmal der Hinweis, es gibt eine Petition der Bayerischen Grünen, unter dem Titel Menschlichkeit jetzt, ein Landesaufnahmeprogramm, also sich stark zu machen für ein Landesaufnahmeprogramm. Jetzt weiß ich, dass auch andere Bundesländer schon Landesaufnahmeprogramme haben und der Bundesinnenminister das immer ablehnt. Aber auch das ist, glaube ich, ein weiteres Zeichen von Druck aus der Zivilgesellschaft, dass eben auch Bundesländer solche Aufnahmeprogramme erklären. Und wie gesagt, wer sich da noch nicht eingetragen hat bei dieser Petition, ihr findet die bei Open Petition, Menschlichkeit jetzt. Wenn ihr euch da eintragen wollt, dann glaube ich, ist das eine kleine, aber eben auch eine Möglichkeit. Genau, es steht auch im Chat drin, der Link, wenn ihr euch da eintragen wollt, dann glaube ich, ist es auch ein kleiner Beitrag. So, jetzt habe ich im Chat die Frage gesehen von Ingrid Bäumler, genau. Magst du sie selber stellen? Dann lese ich es vor an Erik. Wie lange habt ihr euch Zeit gegeben, bis ihr Ergebnisse habt im Untersuchungsausschuss? Ja, also der erste Bericht wird in 4 Monaten kommen. Also 4 Monate haben wir Zeit, aber wir wollen natürlich auf dem Weg auch, auf dem Weg schon irgendwie auch in Anhörungen etc. Sachen erfahren, die dann auch öffentlich zugänglich sind. Ein Ziel dieses Ausschusses ist auch, dass wir die Arbeit möglichst transparent gestalten, dass also auch die Öffentlichkeit sich darüber informieren kann und wir nicht im Hinterzimmer dann im Parlament sozusagen vom Frontex-Hinterzimmer ins Parlamentshinterzimmer ziehen, sondern dass die Öffentlichkeit da eben auch über die Fortschritte informiert ist. Ich werde es auch versuchen, da immer zu informieren, wollte aber zu der Frage noch kurz ergänzen, dass ja auch diese Antibetrugsbehörde, auch die EU-Ombudsfrau und verschiedene andere Investigations stattfinden. Die Fundamental Rights Agency der Europäischen Union hat schon Ergebnisse erzielt. Also das ist sozusagen einer der Bausteine, die wir im Parlament da gerade machen und ich hoffe, dass wir in 4 Monaten da ein gutes Ergebnis haben und dass dann auch schon was folgt. Ich würde mir noch mehr wünschen, dass eigentlich wirklich schon jetzt in den nächsten Wochen
der Druck einfach so stark, dass klar ist, dass es so nicht weitergehen kann, weil natürlich jetzt besonders bei den kalten Temperaturen es relativ schwer erträglich ist, dass man dann täglich irgendwelche Berichte von Pushbacks, wo Leute auf dem Wasser ausgesetzt werden, im Winterwald, in Kroatien irgendwie verprügelt werden etc. Also eigentlich haben wir die 4 Monate nicht und ich hoffe, dass wir auch auf dem Weg dahin schon Veränderungen durchsetzen können. Dann habe ich eine weitere Frage im Chat von Annette Windgasse. Annette, magst du selber fragen? Okay, sie hat gerade Probleme mit der Internetverbindung, dann lese ich es vor. Haben die Frontex-kritischen Kräfte aus den verschiedenen Mitgliedstaaten im EU-Parlament im Wesentlichen gemeinsame Positionen oder gibt es da unterschiedliche, vielleicht sogar konträre Strategien? Und wie sieht es auf der anderen Seite aus? Gibt es auf Seiten der anderen Fraktionen, je nach Herkunftsland, so unterschiedliche Positionen, dass man da sinnvoll einhaken könnte? Die Frage geht an Erik. Ja, es gibt schon unterschiedliche Positionen. Versuche kurz in 2 Teilen zu antworten. Der erste Teil ist, dass ich, glaube ich, die meisten proeuropäischen, auch progressiven Fraktionen im Europäischen Parlament einig sind, dass Frontex einfach abzuschaffen keine relevante Verbesserung bieten würde, weil dann wären eben die nationalen Küstenwachen, die nationale Grenzpolizei vor Ort und man hätte überhaupt keinen europäischen Einfluss mehr darauf, was dort passiert. Ja, also deswegen ist sozusagen die Frage, also was macht man jetzt, kann man Frontex einfach abschaffen, wird wahrscheinlich von den meisten so beantwortet, dass man sagt, das bringt eigentlich jetzt zwar eine griffige Forderung, aber das ist nicht das, was sozusagen als Ergebnis wahrscheinlich rauskommen soll. Und der zweite Teil ist, dass ich in diesem Grundkonflikt, den ich schon beschrieben habe, aus eigentlich bekennen sich alle zu Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten, tun aber trotzdem so, als könnte Grenzschutz dazu beitragen, dass weniger Geflüchtete ankommen oder existieren. In diesem Konflikt bewegen sich insbesondere die Europäische Volkspartei als Fraktion, ja, also die Konservativen, dass sie da immer etwas versprechen, was sie nicht einlösen können. Ich glaube aber, dass man da sehr gute Argumente hat, die am Ende dazu führen werden, dass auch Sie Teil einer großen Mehrheit sind, die klar machen, dass man natürlich rechtsstaatliche Verhältnisse an den Außengrenzen haben will und der Vorteil, den man hat im internationalen Recht mit der Genfer Flüchtlingskonvention und auch dem europäischen Recht, was das nochmal untermauert, ist, dass es eben nicht zulässig ist, Leute einfach zurückzuschicken oder zu misshandeln. So, da bewegt man sich einfach außerhalb des Rechtsrahmens momentan, sodass wir jetzt keine großen Gesetzesänderungen fordern müssen, sondern eigentlich wir wirklich erstmal wollen, dass Menschenrechte geachtet werden. Die sind ja nicht irgendwie mal vom Himmel gefallen, sondern die hat man sich über Jahrhunderte mit ganz schlimmen Erfahrungen erarbeitet und jetzt die letzten 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention, also einen langen Weg zurückgelegt. Und ich hoffe einfach, dass die große Mehrheit des Europaparlaments, irgendwann hoffentlich auch die große Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten, wieder in der Lage ist, das schätzen zu lernen, was man aus so schmerzhaften Erfahrungen in Europa jetzt aufgebaut hat an Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten und dass man das nicht einfach ohne Not jetzt über Bord wirft und wieder in alte Zeiten zurückfällt. Danke, Erik. Wir laufen auf 9 Uhr zu und wollten auch um 9 Uhr Schluss machen. Ich würde dich, Luise, und dann dich, Erik, bitten, vielleicht auch ein kurzes Schlusswort. Was ist aus eurer Sicht das Wichtigste, damit wir einen menschenrechtskonformen Grenzschutz und eine menschenrechtskonforme Flüchtlingspolitik hinbekommen? Luise. Also 4 habe ich ja schon gesagt, gerade eben, mehr Kontrolle, mehr Grundrechteschutz, Transparenz und Aufklärung vor allen Dingen mit einer kritischen und engagierten Bundesregierung. Möglicherweise müssen wir da noch ein bisschen warten. Aber das entbindet uns trotzdem auch nicht als interessierte politische Menschen, das auch deutlich zu machen, dass man... dass es einfach unsere Freiheit und unsere Rechtsstaatlichkeit auch gekoppelt ist daran, was wir an den Außengrenzen machen. Ja? Also es fängt nicht erst dahinter an, wie wir mit Menschen umgehen, sondern unser direktes Handeln muss da im Zentrum stehen. Und da gibt Europa tragischerweise gerade, was die Aufnahme, aber auch Verteilung von Geflüchteten angeht, aber auch gerade ganz besonders an den Außengrenzen, und leider darüber hinaus, ja, wir haben ja auch viele Kooperationen mit Staaten, die eine schlechte Menschenrechtsbilanz haben. Margarete, da bist du dann die Expertin für, da kann man ja auch abendfüllend drüber reden, dass das nicht geht. Wir dürfen uns nicht
sowohl national in Deutschland als auch europäisch so treiben lassen von der Innenpolitik, dass wir eine Außenpolitik machen, die auch unserer historischen Verantwortung nicht mehr gerecht wird. Und das sehe ich leider gerade gegeben, das in den Zusammenhang zu stellen und da für die Durchsetzung des Rechts, das gut ist, ja, zu kämpfen. Ja, das sollte Zivilgesellschaft, sollten wir im Parlament, sowohl im Bundestag als auch im Europaparlament weiter tun. Danke, Luise. Erik. Ja, ich glaube eigentlich, dass wir leider in den letzten Jahren in irgendeine defensive Position geraten sind als Leute, die sich für Menschenrechte in Europa einsetzen. Und ich glaube, dass wir damit einfach Schluss machen müssen, besonders jetzt im Bundestagswahljahr. Also wir haben das Recht auf unserer Seite. Wir haben ganz viele Kommunen, Bundesländer auf unserer Seite, die zeigen, was eigentlich alles möglich ist. Und wir haben auch allen Grund, das Glück, dass wir in diesem Europa in dieser Zeit gerade leben dürfen, wo wir eben nicht von Krieg gebeutelt sind, wo wir zumindest in der großen Mehrzahl halbwegs in Wohlstand aufwachsen dürfen, dass wir dieses Glück erstmal vielleicht auch in eine Verantwortung dafür ummünzen, dann Menschen in Not einfach zu helfen und sich auch nicht dafür rechtfertigen zu müssen, dass man Menschen in Not einfach helfen will. Das ist, glaube ich, eine Situation, die auch so vom Spirit her jetzt dieses Wahlkampfjahr prägen muss, weil es ja eine völlig absurde Situation ist, dass man in der Vergangenheit jetzt in den letzten Jahren auch als Mensch, der sich für Hilfsorganisationen engagiert hat, als Hilfsorganisation, dass man in einer Situation war, wo man das Gefühl hatte, man bekommt so viel Gegenwind, obwohl man einfach nur humanitäre Hilfe leisten will, sich für Menschenrechte einsetzen will. Und da wieder klarzumachen, dass man eigentlich stolz darauf sein kann, wenn man Menschen in Not helfen kann, wenn man die Möglichkeiten dazu hat und es dann auch tut. Das ist, glaube ich, so das Zentrale, was wir jetzt irgendwie dann auch mit hoffentlich einer Mehrheit, die dahinter steht, auch in Deutschland, in Europa, wieder nach vorne stellen müssen, weil ich das Gefühl habe, dass die Vorzeichen da momentan teilweise falsch sind und dass da zu viel Druck gemacht wird und zu viel Rechtfertigungstendenzen bestehen, auch wenn man sich die Große Koalition anguckt, die gefühltermaßen eigentlich nur den lauten Schreihälsen hinterherläuft und sich gar nicht mal grundlegend klar macht, in welcher Situation wir eigentlich sind und wie viel Glück wir eigentlich haben, dass wir das alles besser organisieren könnten, als wir es momentan machen und dass wir das dann vielleicht auch irgendwann wieder unseren Nachfahren, unseren Enkelkindern erzählen können, weil so wie es momentan läuft, musste man sich ja wahrscheinlich schämen, wenn man diese Geschichte als Europa, auch als deutsche Bundesregierung irgendwann in 50 Jahren mal erzählen muss, wenn man gefragt wird, wie man damals eigentlich mit Menschen, die aus Libyen, aus Folterlagern geflohen sind, umgeht, wie man mit Menschen aus Syrien umgegangen ist, wie man mit Menschen umgegangen ist, die Asylanträge stellen wollten, die man auf einem offenen Meer ausgesetzt hat und man hat nichts dagegen getan. Und das ist die Geschichte, die man nicht erzählen will und deswegen naja, haben wir eigentlich einen Grund dazu, Rückenwind zu verspüren und mit neuer Kraft ins neue Jahr zu starten, hoffentlich dann irgendwann geimpft und ohne Pandemie. Ja, danke dir, Erik, danke dir, Luise, für eure ganz wichtige Arbeit und auch jetzt nochmal die Worte der Aufmunterung, auch für offensiv davor zu gehen und aktiv dieses Thema auf die Tagesordnung auch in Zukunft zu setzen, auch im Wahlkampf zu setzen. Ihr sprecht mir aus dem Herzen als Menschenrechtspolitikerin. Für mich ist es schier unerträglich, dass Europa sozusagen, das ist für mich wirklich auch die größte Schande für Europa, was wir im Zusammenhang mit Geflüchteten an Menschenrechtsverletzungen zulassen und die Augen davor verschließen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das auch im Wahlkampf auf die Tagesordnung setzen. Und ich bin mir sicher, da haben wir ganz viele Unterstützerinnen und Mitstreiterinnen für eine Änderung auch der Situation. So, für heute herzlichen Dank an euch beide, an alle, die mit in der Runde waren, die sich beteiligt haben, die auch sonst an dem Thema Menschenrechte arbeiten, Menschlichkeit in arbeiten in der Flüchtlingspolitik. Danke auch an Saman und Samuel, die mich unterstützt haben hier bei der Technik und es geschafft haben, dass wir fast sozusagen unfallfrei durch die Veranstaltung gekommen sind.
Und auch an eure Büros, Luise und Erik, für die Vorbereitung. Allen noch einen schönen Abend und viel Kraft und Energie und Einsatzfreude für die Zukunft. Wir bleiben in Kontakt und wir sehen uns. Macht es gut. Tschüss.